Ach, na? Wie ist es? Geht heute wieder los, ne? Heute geht's los. Heute mit dem Wetter an wieder. Heute und das denn? Heute wieder Speedfight. Was für wieder? Gar kein Bock mehr. Also heute ist erste Bestandsaufnahme. Also ein paar Dinge sind uns letztens schon aufgefallen, wie der Sitze die näht oder so. Ich mal gucken, ob ich das irgendwie genäht krieg oder so. Dann die Schaltarmaturen so, das Plastik ist halt komplett abgegriffen. Hier ist Tape drum, warum auch immer, keine Ahnung. Ich hoffe, da erwacht uns nachher nichts Böses. Der Roller läuft nicht. Und das wird nämlich das Erste sein, worum wir uns heute kümmern werden, dass wir den Roller zum Laufen bringen. Verkleidung ist erstmal sekundär, der Roller muss laufen. Dann kümmern wir uns mal heute. Kriegen wir hin. Das heißt, Sitzbank runter, gucken, dass wir an die Zündung kommen, gucken, dass wir an die Zündkerze kommen, gucken, dass wir an den Vergaser vernünftig kommen. Und gucken auf jeden Fall noch mal Kompression nach, ganz wichtig. Ist ein neuer Zylinder mit Kolben reingekommen, vielleicht wurde auch nicht richtig montiert. Wer weiß, das werden wir herausfinden. Ich habe übrigens noch ein kleines Paket bekommen. Denn ich habe ein Paket von Metzler bekommen, das dann freut sich schon. Pack mal aus. Ich weiß nicht, was drin ist, ich kann's. Hä? Das war schon auf? Dann hat mein Vater schon reingeguckt, der Schlawiner. Ja, Mann! Ich habe nämlich noch keinen Adventskalender. Der sieht ja mal mega aus, weißt du, ob man das jetzt so erkennen kann. So, let's go. Das knibbelt da doch schon mal ein bisschen ab. Ich wollte euch nur mal kurz auf dem Laufenden halten. Denn irgendwie sieht diese Elektrik hier ganz komisch aus. Also keine Ahnung, was er hier fabriziert hat. Hier unten irgendein Kabel noch eingequetscht. Nee, Sven. So nicht mit uns hier. Unser Roller ist von Sven gewesen. Grüße gehen da nicht raus. So eine Scheiße kommt auf jeden Fall direkt raus. Das wird gecleant. Let's go. Wir sind bereit, alles vormontiert. Übrigens, kleiner Teaser an der Sache, der Motor kommt so oder so raus. Denn so schmandig, wie das alles hier aussieht. Ich hab mir einfach gedacht, komm, scheiß drauf, der Motor kommt raus. Ich werde mir den komplett von A bis Z einmal ein bisschen angucken. Zylinder runter, Kurbelwelle wahrscheinlich nochmal neu lagern oder so. Beziehungsweise mir das erstmal alles angucken. Also Motor kommt definitiv raus. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns erstmal die Kompressoren. Wir haben Kompressor, perfekt, Kompression an. Messstutzen ist drin, Zündung ist raus, Vergaser ist ab und ja, das kann eigentlich mal starten. Hast du schon gestartet? Also Messstutz fest drin, also zwei Bar, das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor von dem einen netten Kollegen. Ja. Wir wissen die gar nicht, ne? Ich hatte für einen Bekannten von mir, von dem Bruder davon, mir einen Roller angeguckt, der vor in zwei Werkstätten war. Eigentlich hätte der Roller 9 Bar Kompressionsdruck. Ich so, schon beim Hören, ich so, nee, nie im Leben. Die meisten liegen so zwischen 6 und 8, so in der Regel, ne? die ich so kenne. Und diese 9 Bar für gebrauchten, nee. Gemessen irgendwann mit 1,2 Bar oder so. Perfekt, das war dann mein Satz mit X. Hier soll angeblich auch ein neuer Zylinder verbaut sein. Sven? Wir werden es auf jeden Fall angucken, also das sind 2 Bar. 2 Bar sind viel zu wenig. Motor kommt raus, Verkleidung kommt jetzt noch direkt mit runter. Wir halten das Video doch ein bisschen kürzer. Genau, ihr habt gesehen, 2 Bar Kompressionsdruck, da brauche ich jetzt noch nicht mehr erstmal die Zündung überprüfen. Das war's auch eigentlich schon mit dem Video, weil Verkleidung Wunder machen, ich glaube, da interessiert die wenigsten Leute. Bisschen kurz, bisschen zu kurz meiner Meinung nach. Aber wirklich, Motor, den nehme ich raus, der ist in 5 Sekunden ist er quasi draußen. Das ist nur eine Steckachse oben hinten am Federbein raus, den Auspuff runter und schon ist das Ding raus. Also das ist, glaube ich, selbst für euch da draußen sollte das kein Problem darstellen. Wir haben ja gemerkt, vorne die Verkleidung ist ein bisschen kaputt hier. Die werde ich wahrscheinlich mal neu kaufen müssen, aber die hinteren passt soweit. Und dann wird alles lackiert. Ich hoffe, Jens, du weißt schon Bescheid. Der Roller muss lackiert werden. Perfekt. In diesem Sinne, Leute, lasst uns nicht sagen goodbye mit diesem kurzen Video. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Video. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Ciao, ciao.